Sehr geehrte liebe Professorin Götsch-Elten, sehr geehrter lieber Professor Fouquet, lieber Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Landtagspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich lieber sehr geehrter Herr Professor Kipp, ich glaube, die Latte liegt jetzt ziemlich hoch, so ein Walzer. Das war schon sehr eindrucksvoll. Bildung, meine Damen und Herren, darüber möchte ich mit Ihnen ein klein bisschen reden. Bildung baut Straßen zwischen den Köpfen unserer Welt. Bildung entscheidet über die Richtung, die Zukunft nimmt. Zukunft der Menschen, Zukunft eines Landes. Bildung entscheidet darüber in viel größerem Maße, als es die Dichte von Autobahnkreuzen jemals tun wird. Unbestreitbar ist, Bildung ist nicht teilbar. Jeder Bildungsort, jede Bildungsinstitution, jeder Mensch, der sich um Bildung bemüht, ist bedeutend für diese Zukunftsentscheidung für Gesellschaft. Die ersten Kontakte mit Sprache in einer Krippe, genauso wie das Postdoc-Seminar an der Exzellenzuniversität. Wer immer auch versuchen sollte, einzelne Bildungsorte oder einzelne Bildungsmenschen gegeneinander zu stellen, der gefährdet das gemeinsame Ziel von Bildung, das wir haben. Genauso unbestreitbar ist aber auch, dass unsere Hochschulen für unsere Gesellschaft und ihre Entwicklung von herausragender Bedeutung sind. Für die Entwicklung der Individuen, genauso wie für die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes. Ob wir als Gesellschaft einem Wertekompass folgen, ja, ob wir überhaupt einen solchen Wertekompass haben, das entscheidet sich ganz maßgeblich durch die Rolle, die unsere Hochschulen in unserer Gesellschaft einnehmen und durch die Rolle, die wir unseren Hochschulen in unserer Gesellschaft geben. Deshalb ist die Amtseinführung eines neuen Präsidenten der größten Universität Schleswig-Holsteins, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ein ganz besonderer Moment im gesellschaftlichen Leben unseres Landes. Denn der Präsident dieser ehrwürdigen, dieser bedeutenden, dieser an unserer Zukunft arbeitenden Universität ist wohl wie kaum ein anderer berufen, Verantwortung zu übernehmen für die Kompasssuche unserer Gesellschaft. Für die Kompasssuche, ja wohl mehr, auch noch für die Suche nach einem geeigneten, wertgeprägten und klaren Kurs unserer Gesellschaft. Deshalb ist es für mich eine ganz besondere Freude und Ehre, lieber Professor Dr. Kipp, heute dabei sein zu dürfen, wenn Sie in Ihr Amt eingeführt werden. Die CAU ist 1665 mit 4 Fakultäten gestartet, 17 Professoren, 162 Studenten. Heute sind es 8 Fakultäten, fast 400 Professorinnen und Professoren und über 24.000 Studierende. In ihrem 349. Jahr ist die CAU stark in Lehre und Forschung, national und international anerkannt. Exzellenzcluster im Bereich der Meereswissenschaften oder Life Sciences belegen das ebenso eindrucksvoll wie die Graduiertenschule, die Erfolge in der Weltraumforschung oder die Ergebnisse des Shanghai Rankings, das die CAU europaweit in den Top 70 sieht. Daran, in der Arbeit, die dorthinter steckt in den letzten Jahren, haben Sie, lieber Herr Professor Fouquet, herausragenden Anteil durch Ihre Präsidentschaft. Dafür gebührt Ihnen der Dank des Landes und der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, weil Sie damit nicht nur dieser Hochschule, sondern diesem Land gedient haben. Und mein ganz besonderer Dank für die vielen Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Leichtere, noch nicht ganz so leichte Gespräche, wo ich Sie immer als jemand erlebt habe, der über einen Kompass verfügte,
immer als jemand, der bereit war, Richtung zu geben. Jemand, der viel leiser war, als seine Klugheit es ihm erlaubt hätte. Ich danke Ihnen für all diese Begegnungen. Ich danke Ihnen besonders dafür, dass auch unsere schweren Begegnungen nicht dazu geführt haben, dass wir dieses nicht miteinander werden fortsetzen können, lieber Professor Fouquet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Christian-Albrechts-Universität ist die einzige Volluniversität unseres Landes. Unser akademisches Leuchtfeuer, Herr Oberbürgermeister, das bis in die letzten Winkel der Welt leuchtet. Leuchtfeuer sind übrigens deswegen gut, weil sie Menschen haben, die die Linsen schleifen können, nicht weil sie Leuchtturmwärter haben. Die sind für den Erfolg von Leuchtfeuern gar nicht so bedeutend. Sie ist partnerschaftlich verbunden mit 38 Hochschulen in aller Welt, von Turku in Finnland bis Porto Alegre in Brasilien. Diese Hochschule ist für das Wohlergehen unseres Landes von fundamentaler Bedeutung. Und das weiß dieses Land. Es gebietet die Vernunft, meine Damen und Herren, diese Universität und ihre Strahlkraft mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu stützen und zu stärken. Dass wir mit 165 Millionen Euro an die Seite dieser Hochschule gesprungen sind, um ihr infrastrukturell zu helfen, entspringt genau dieser Vernunft. Selbst in Zeiten, wo möglicherweise reine Haushaltspolitik etwas anderes hätte erwarten lassen, hat die Vernunft klar gesiegt. Die Landesregierung steht fest zu dieser Hochschule. Und ich bitte nachdrücklich, niemals den Fehler zu machen, Unterstützung auch anderer wichtiger Hochschulen des Landes als Beleg dafür zu nehmen, damit sei eine Schwächung der Christian-Albrechts-Universität intendiert. Glauben Sie mir, unsere Küste ist viel zu lang, als dass wir mit einem Leuchtfeuer auskommen könnten. Wir brauchen mehrere davon, meine Damen und Herren. Es kommt darauf an, dass diese untereinander vernetzt und aufeinander abgestimmt sind, miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Dann wird die Kette der Leuchtfeuer unser Land stärker und besser und sicherer machen. Wir wollen und werden auch die anderen Universitäten, die Fachhochschulen in diesem Land, die außeruniversitäre Ausbildung weiter stärken. Jede dieser Hochschulen, jede dieser Einrichtungen leistet mit ihrem besonderen Profil einen unverzichtbaren Beitrag zur Kursfindung unseres Landes. Deswegen bemühen wir uns mit dem Modell der Stiftungsuniversität in Lübeck, ein Experiment durchzuführen, ein Experiment, dessen Erfolg wir in 5 oder 6 Jahren sehen werden, auch ein Experiment in Sachen universitärer Autonomie. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich funktioniert. Sollte es funktionieren, kann es möglicherweise beispielgebend sein, auch für andere Hochschulen. Deswegen bemühen wir uns, die Universität Flensburg zur Europa-Universität zu machen. Auch ein Experiment in Sachen internationaler Zusammenarbeit, nicht nur, aber eben auch mit Dänemark. Das ist für uns von fundamentaler Bedeutung in Schleswig-Holstein, dass wir über diese Grenzen schauen. Deswegen bemühen wir uns zu stärken, die Fachhochschulen ihrer besonderen Bedeutung und ihrer besonderen Rolle. Nicht als Angriff auf Universitäten, sondern als Stärkung einer akademischen Landschaft in Schleswig-Holstein, dass all diese Partner braucht, die noch stärker im Bereich der Forschung sind, die etwas stärker in den Bereich der Lehre schauen, etwas stärker in den Bereich der Anwendung. Wir brauchen all diese Partner, all diese Mitspieler, wir brauchen deren Zusammenarbeit. Und mir ist sehr bewusst, anders als das die Debatte in den letzten Wochen erscheinen ließ, dass die Zusammenarbeit unserer Hochschulen im Grunde eine gute ist, dass es gelebte Kooperation gibt. Mein ganz besonderer Dank auch an dieser Stelle geht an die Universitäten von Kiel und Flensburg, die es in ganz vielen Bereichen vorleben. Und ich danke ganz besonders an dieser Stelle für den Willen zur Kooperation mit der Lehrkräfteausbildung, bei dem wir gelernt haben und gesehen haben, dass erste oder besser zweite Ansätze noch nicht die richtigen waren.
dass wir das aufgenommen haben, was uns gesagt wurde, sowohl aus Flensburg wie auch aus Kiel, um es dann auch mit Ihrem Mitwirken zu einem Kompromiss zu bringen. Ein Kompromiss im Ringen, nur darum geht es, eine starke Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Schleswig-Holstein zu erreichen und nicht, und wie töricht wäre das, irgendeine Universität zulasten einer anderen zu schwächen oder zulasten einer anderen zu stärken. Mein Dank und meine Anerkennung für diese Bereitschaft, mitzuwirken an diesem Kompromiss, und es zeigt, Pax Optima Rerum, dieses gilt immer, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Meine Damen und Herren, lieber Herr Professor Kipp, wir sind sehr stolz auf diese herausragende, exzellente Universität hier in Kiel. Ich würde mich freuen, wenn es uns noch etwas stärker gelingen würde, auch mit Ihrer Exzellenz zu werben, auch jenseits unserer Landesgrenzen. Das Aufgreifen, was der Herr Oberbürgermeister für den Bereich der Landeshauptstadt gesagt hat: Kommen Sie an meine Seite, da wo wir auftreten in Berlin. Kommen Sie an meine Seite, da wo wir auftreten in Brüssel oder anderswo. Forschung made in Schleswig-Holstein, Wissen made in Schleswig-Holstein, damit können wir überall werben. Wir merken das jedes Jahr, wenn wir am Tag der Deutschen Einheit unseren Stand haben, bei dem wir mit der Unterstützung des Helmholtz-Instituts GEOMAR, glaube ich, die einzigen sind, die mit Wissen werben. Das normale Profil dieser Stände ist, dass sie doch mit Würstchen werben. Wir werben mit Wissen. Und unser Stand ist voller als die Würstchenstände, meine Damen und Herren, weil die Menschen gierig danach sind. Würstchen kriegen sie überall. Eine Erklärung, warum denn Klima so ist, wie es ist, warum Ozeane so funktionieren, wie sie funktionieren, kriegen sie nur bei uns. Und warum machen wir das nicht noch häufiger? Warum machen wir das nicht noch intensiver? Ich glaube, die Menschen würden mit großem Erstaunen, weil sie Schleswig-Holstein noch gar nicht so kennen, noch gar nicht genau wissen, was kann dieses Land, sehen, was wir können. Und ich würde mich freuen, lieber Professor Kipp, wenn Sie im nächsten Jahr, gestern war das der Fall, an meiner Seite sind, wenn wir in der Landesvertretung den Empfang zum Schleswig-Holstein Musikfestival geben, auch dort ganz viele kulinarische und ein musikalischer Gruß aus dem Land. Im nächsten Jahr hätte ich gern einen akademischen Gruß, wenn dort ein Stand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende und Studierende der Christian-Albrechts-Universität an meiner Seite den Berlinern zeigen, vor denen müssen wir uns mal schon gar nicht verstecken. Sie sind herzlich eingeladen, mit mir diesen Schritt zu gehen. Ich bin ganz sicher, es wird ein erfolgreicher Schritt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für verlässliche Zusammenarbeit, für Vertrauen ist Planungssicherheit von großer Bedeutung. Es war für meine Landesregierung deshalb besonders wichtig, dass wir frühzeitig mit den Hochschulen des Landes Zielvereinbarungen über die Dauer der Legislatur hinaus geschlossen haben, bis 2018, gerade um Planungssicherheit zu geben. Und ich sage Ihnen zu, wir werden auch nicht bis zum letzten Tag dieser Vereinbarung warten, um dies zu verlängern. Wir wollen, wir müssen unseren Hochschulen langfristige Planung ermöglichen, gerade im Hinblick auf die Folgen des demografischen Wandels, gerade im Hinblick auf den immer stärker werdenden Kampf um die klügsten Köpfe in unserem Land. Auch deswegen haben wir uns als Landesregierung beim Bund dafür eingesetzt, dass es zu einer Verlängerung der drei Hochschulpakte kommt, also der Exzellenzinitiative, des Allgemeinen Hochschulpakts und des Paktes für Forschung und Innovation. Ich freue mich sehr, dass am 26. Mai ein Durchbruch gelungen ist, Bund und Länder eine Verständigung erzielt haben. Der Bund finanziert alle drei genannten Hochschulpakte weiter und stärkt damit auch den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Schleswig-Holstein. Wir werden ebenfalls den Teil erfüllen, der unserer Verantwortung entspricht. Dieses gebietet die Vernunft, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir freuen uns, dass der Bund außerdem künftig die BAföG-Finanzierung übernimmt. Schleswig-Holstein entlastet das um rund 36 Millionen Euro jährlich. Es gibt uns neuen Gestaltungsspielraum für Bildung. Ich sage dies hier deutlich und klar. Diesen Spielraum wird meine Regierung, das ist unser Ziel, insbesondere für die Verbesserung der Unterrichtsversorgung an den allgemeinbildenden Schulen nutzen. Auch hier macht es keinen Sinn, und ich weiß, dass es viele Bedürfnisse gibt, wenn Institutionen sich gegeneinander stellen. Auch hier gilt, Bildung ist unteilbar und jede Ebene ist auf das Funktionieren der vorgelagerten Ebene existenziell angewiesen. Es macht keinen Sinn, solche Mittel nicht so zu nutzen,
dass man an tausend Stellen nichts bemerkt, als an einer Stelle wirklich etwas zu bemerken. Wir wollen, dass das bemerkbar wird im Sinne von Bildung. Wir freuen uns, dass die Einigung zwischen Bund und Ländern den Weg frei macht für die notwendige Änderung des Grundgesetzes im Wissenschaftsbereich. Artikel 91b, das Kooperationsverbot, wird neu geschrieben werden, so dass es dem Bund zukünftig möglich ist, Hochschulen langfristig auch mit Bundesmitteln zu fördern und eben nicht nur projektgebunden. Damit wird der Bund in die Lage gebracht, die Spitzenforschung auch hier in Schleswig-Holstein dauerhaft zu unterstützen. Dies entspricht der Rolle der Hochschulen in unserer Zeit, die eben nicht mehr Landesuniversitäten sind, sondern Universitäten da, wo sie gut sind, die weit, weit über ein Land hinausreichen, die weit, weit auch über Landesgrenzen, Bundesgrenzen hinausweisen. Es ist richtig, dies auf Bundesfinanzierungsfüße zu stellen, meine Damen und Herren. Der Oberbürgermeister hat es angesprochen und erlauben Sie mir auch noch einige wenige Gedanken zu der Rolle der Universitäten in unserer Gesellschaft. Oxford und Cambridge fanden es immer ganz bemerkenswert, dass es Town and Gown gab, dass es den universitären Bereich einer Stadt gibt und den, der damit nichts zu tun hat. Das ist, das war leider eben nicht nur auf der Insel so. Es ist trotzdem falsch, auch wenn das in Cambridge oder Oxford gelebt wurde. Es ist falsch, dass wir Städte oder dass wir Land so aufteilen in Orte, wo es das gibt und Orte, wo man ganz weit weg davon ist. Solange das noch ist, sind wir nicht auf der Höhe der Zeit, meine Damen und Herren. Universitäten sollten immer intellektuell in der Mitte ihrer Gesellschaft, in der Mitte ihrer Stadt leben. Sie sollten immer der Ort sein, von dem das Leuchtfeuer am meisten strahlen kann und von dem meisten gesehen wird. Schon als Kieler Oberbürgermeister habe ich mir gewünscht, noch viel mehr dieser Strahlkraft in die Stadt zu holen, noch viel mehr davon wahrzunehmen in dieser Stadt. Eine Hochschule belebt jede Stadt, schon menschlich, aber Hochschulen müssen noch viel stärker, als sie es heute tun, intellektuell im Sinne des Wertekompasses auf Stadt und auf Land Einfluss nehmen. Stadt und ihre Hochschulen, Land und ihre Hochschulen lassen sich nicht trennen. Gedanklich nicht. Wer es tut, begeht einen großen Fehler. Sie sollten sich bereichern, sie sollten sich anspornen, sie sollten deutlich machen, dass hier Orte sind, die für kluge Köpfe von Bedeutung sind. Und wenn wir gemeinsam werben, auch als ein Land mit Randlage, dann wird es uns gelingen, welche zu uns zu locken und zu sagen, hier funktioniert diese Debatte. Und sie beginnt beim Präsidenten und sie endet noch lange nicht beim Erstsemester. Alle müssen in eine städtische, in eine Landesdebatte, in eine Gesellschaftsdebatte, die viel mehr ist als eine Bildungsdebatte, in eine Gesellschaftsdebatte eingebunden werden. Wenn Hochschule dem eigenen Anspruch gerecht werden will, so ein Leuchtfeuer zu sein. Das Umfeld spielt dabei eine große Rolle für eine starke Universität und zugleich wirkt eine starke Universität immer in die Gesellschaft rein. Sie vermittelt Werte, wenn sie sich dieser Aufgabe stellt. Unsere Gesellschaft sucht nach solchen Werten. Sie können es greifen, dass die Menschen Sehnsucht danach haben, dass ihnen Werte wieder mit auf den Weg gegeben wird. Das ist nicht nur an den Büchertischen, in dem Philosophie in Allgemeinform angeboten wird, erkennbar. Es ist in ganz vielen Gesprächen, in ganz vielen Begegnungen greifbar. Die Komplexität unserer Zeit überfordert Menschen und die Überforderung hat oft damit zu tun, dass sie kein Werteraster mehr haben, in dem sie diese Komplexität ableiten oder diese Komplexität überprüfen können. Wir gemeinsam können dieses besser machen. Das erwarte ich von dieser Hochschule wie von jeder Hochschule, von jedem Präsidenten und jeder Präsidentin. Meine Damen und Herren, studieren ist ein großes Privileg. Es ist auch deswegen ein großes Privileg, weil öffentliche Haushalte es mit viel Geld bezuschussen. Deshalb müssen unsere Hochschulen Gesellschaft in all ihren Facetten widerspiegeln. In all ihren Facetten widerspiegeln. Sie müssen, um diesem Privileg zu entsprechen und gerecht zu werden, alles dafür tun, auch in ihren eigenen Reihen, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Ein großer Schritt ist hier getan. Sie müssen dafür sorgen, dass Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen
Bürgerinnen und Bürger aus bildungsfernen Schichten die Chance haben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Das ist nicht nur Aufgabe der vorgelagerten Ebenen. Es ist auch Aufgabe unserer Hochschulen. Wir können es uns nicht erlauben, irgendjemanden zu verlieren, weil wir die Hochschulen nicht entsprechend aufgestellt haben. Dazu gehört, dass finanzielle Gründe niemanden niemals davon abhalten dürfen, ein Studium zu beginnen und es abzuschließen. Es reicht mir nicht, dass wir hohe Studienanfängerzahlen haben. Ich will hohe Abschlusszahlen haben von erfolgreich abgeschlossenen Studierenden in diesem Land, meine Damen und Herren. Deshalb begrüße ich es, dass wir ab 2016, ich weiß, dass manche sagen, früher wäre besser gewesen, aber 2016 der Bund das BAföG aufstocken will. Und deshalb versichere ich Ihnen, dass jetzt und in alle Zukunft meine Landesregierung Studiengebühren in diesem Land ablehnt, weil sie genau das falsche Signal setzen würden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen eine Hochschullandschaft, die beides fördert, Chancengleichheit und Exzellenz, Öffnung der Hochschule und Spitzenleistung. Das ist ein großer Spagat, das ist eine große Herausforderung, aber nur das entspricht der Aufgabe, vor der wir stehen. Die Universität der Zukunft, sie wird heute gestaltet. Heute beginnt ihr Werk, sehr geehrter Professor Kipp. Hochschulen, meine Damen und Herren, waren immer schon sehr komplexe Gebilde mit sehr weitreichenden, höchst unterschiedlichen Aufgaben. Sicher wird sich das nicht ändern, es wird eher noch komplexer werden. Aber Hochschulen müssen unserer Gesellschaft helfen, alle, die hier sind, alle, die an Hochschulen mitwirken, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden, die so unfassbar schwer sind. Antworten auf die Frage der Globalisierung, auf die Frage des demografischen Wandels, die Verteilung der Ressourcen in Zeiten wachsender Weltbevölkerung und des Klimawandels. Und wir haben noch keinen Hauch von Vorstellungen in der Gesamtgesellschaft, was das bedeutet in den nächsten 50 Jahren, weil wir die Debatte darüber fürchten. Aus den Hochschulen muss sie herausgetragen werden und ich erwarte, dass sie das tun. Im Großen wie im Kleinen werden Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und die Hochschulen immer enger zusammenarbeiten müssen, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Heute ist der Tag, sich das bewusst zu machen. Und heute ist der Tag der Inauguration des neuen Präsidenten, um Dank zu sagen, noch einmal, dank Ihnen, lieber Professor Fouquet, für die lange, stets verantwortungsbewusste Zusammenarbeit und den freundschaftlichen Rat. Zu sagen, dass ich der unserer Landesuniversität, ohne dass mir jetzt bitte einer aus Flensburg oder Lübeck einen Brief schickt, die tiefe Wertschätzung der Landesregierung übermittle, dass ich mich jetzt schon freue auf das Fest zum 350. Geburtstag, um zu sagen, dass alle meine guten Wünsche, Gottes Segen, lieber Professor Kipp, Sie bei Ihrer schweren, aber herausragenden Aufgabe begleiten mögen. Unsere Unterstützung, die Unterstützung der Landesregierung ist Ihnen sicher. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.